Ein neuer Morgen in der Ankerstraße. Für die vierfache Mutter Yvonne und ihren Lebensgefährten Guy beginnt der Tag früh. Kaffee und Kippen sollen die Müdigkeit vertreiben. Dann werden die Kinder geweckt. Die beiden älteren Töchter der 39-Jährigen sind bereits ausgezogen. Sie teilt sich die 90 Quadratmeter Wohnung mit ihrem arbeitslosen Freund Guy und ihren Kindern Celine und Jeremy. Ich schwöre dir, das Bett ist gleich zu Ende, aber es ist dein Problem dann. Ich will verraten, wie dein Zimmer aussieht. Du bist nur 18, ne? Aber du schaffst das immer, eine Katastrophe rauszumachen. So, Jeremy, es ist halt erstmal wieder wach. Ich finde das geil. Das Chaos in Jeremys Zimmer ist noch das kleinste Problem für Aushilfskraft Yvonne, die finanziell Monat für Monat mit dem Rücken zur Wand steht. Oh, ich schwöre, ich finde das gut, morgen für den es gibt, ja. Die Schönheit von August ist aufgestanden. Mama, da ist einer rauchen. Nö. Ich rauch dir einen ausnahmsweise. Yvonne hat die Kinder mit in die Beziehung gebracht. Zu dem leiblichen Vater besteht nur noch wenig Kontakt. Tochter Celine weint ihm keine Träne nach. Der Guy ist halt für mich da. Der Guy hilft mir bei meinen Hausaufgaben, der Guy hilft mir bei meinem Liebeskummer, der Guy hilft mir einfach überall, wo ich Hilfe brauche. Was mein Vater wiederum nicht macht. Mein Vater ist ja schwer Alkoholiker. Ich werde von denen aus der Kneipe angerufen, hol mich mal ab. Und dann sagst du dem, nein, kannst mich mal, das habe ich früher gemacht gehabt. Aber ich gehe zum Psychologen, um das zu verarbeiten, um die ganzen Sachen irgendwie zu verarbeiten, was er alles abgezogen hat. Erwachsen werden unter Extrembedingungen. Yvonne ist bemüht, die sozialen Nachteile im Leben ihrer Kinder auszugleichen. Also ich finde es sehr unterhaltsam, meine Kinder zu wecken, weil die wollen halt morgens nicht aufstehen, aber Schule ist Pflicht. Das ist das A und O, dass die Kinder eine vernünftige Ausbildung haben, auch wenn man in einem Ghetto wohnt. So eigentlich ein Waffenschenk für deine Füße. Die bräuchtest du aber. Die stinkt so schweiß Füße. Yvonne unternimmt alles, um ihren Kindern ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen. Mit knapp 1.200 Euro netto, die sie monatlich als Teilzeitkraft in einem Krankenhaus verdient, kaum möglich. Auch Celine weiß das. Nee, wir können halt nicht zu Mama hingehen, ja Mama, hast du mal 5 Euro oder hast du mal das und das, ne, damit ich das und das machen kann? Nee, das geht einfach nicht. Ist halt nicht so, wie andere Familien halt haben. Die anderen Kinder gehen zu den Familien hin, ja Mama, hast du mal 20, 30, 40 Euro für mich, die Mutter gibt. Ja, wie geht's Mama mit Mama, hast du mal 2, 3 Euro? Ja, muss sie halt auch gucken, woher die das nimmt. Weil Mama geht schon arbeiten und die Arge streicht trotzdem immer wieder das Geld. Um überhaupt über die Runden kommen zu können, ist Yvonne auf das Kindergeld angewiesen. Und auf die 416 Euro, die Guy als Hartz-IV-Empfänger zur Familienkasse beisteuern kann. Für den gelernten Elektriker eine Situation, die er nur schwer ertragen kann. Also ich bin mittlerweile seit 3 Jahren Hartz-IV-Empfänger. Zufrieden bin ich überhaupt nicht. Also wenn es um Glücklichkeitsskala geht, bin ich vielleicht 20% gerade mal zufrieden. Ja, weil, wie gesagt, also man ist abhängig, ja, von jemand anders. Die Selbstständigkeit ist automatisch weg. Ja, und was auch wirklich schlimm ist, dann, ja, man kriegt Geld, obwohl man nichts macht. Und das gab es früher nicht bei mir. Ja, wer was haben will, muss was dafür tun. Ja, und im Endeffekt, es war schön, dass der Staat dann jetzt unterstützt und alles. Ja, aber ja, zufrieden kann ich nicht sagen, dass ich bin. Ja, also meine Situation nervt ohne Ende. So viel Zeit, wenig zu tun. Ja, die Tage sind nicht komplett ausgefüllt, wie ich es gerne hätte. Ja, Geld fehlt natürlich auch. Insgesamt eine schwierige Situation für alle Familienmitglieder, die sich nie ausblenden lässt. Die Geldsorgen sind allgegenwärtig. Das Umfeld, in dem die Familie lebt, tut sein Übriges. Das spürt Celine jeden Morgen aufs Neue, wenn sie vor der Schule mit Hündin Luna Gassi geht. Ich gehe hier echt ungern Gassi. Nicht nur wegen den ganzen Hunden, auch weil es hier einfach total schmutzig ist. Alle 10 Meter ist hier eine Mülltonne und ich schmeiße es einfach alles auf den Boden. Warum? Oh. Ich guck darüber. Alles so Einfamilienhäuser. Gucke ich dahin,
13 Etagen, 9 Etagen, 17 Etagen. Da denke ich mir auch manchmal, warum musst du hier wohnen? Ne? Weil alle denken, ja, man hat hier so ein leichtes Leben. Man hat einfach kein leichtes Leben, wenn man in so einem Hochhausblock wohnt. Es ist wirklich so. Ich merke es doch selber. Und dann habe ich halt versucht, mir Ausbildungsplatz zu finden. Habe ich nirgendwo eins bekommen. Wo man zu mir gesagt hat, wegen der Straße, wo sie wohnen, deswegen nehmen wir sie nicht an. Weil sie vermutlich asozial sind. Celine fühlt sich durch die Verhältnisse, in denen sie lebt, gebrandmarkt. Resignieren will sie deshalb jedoch nicht. Ich kann mir so viel wünschen, wie ich will. Das Wünschen bringt nichts. Man muss selber was aus der Situation, muss man selber alles das Beste machen. Bei Familie Miebach übernimmt Celine heute die Produktion der Selbstgestopften. Für Mutter Yvonne steht der tägliche Kontrollbesuch bei Ex-Junkie Manu an. Die beiden kennen sich seit über 20 Jahren. Du musst meine stopfen, ich musste mal eine Kontrolle machen. Ja, ich bin dran. Gut. Da bin ich mal gespannt, wie das oben aussieht. So. Manu ist wie so ein kleiner Bruder für mich, aber mein Pflegefall. So, ich kontrolliere ihm seine Wohnung, weil wenn ich nicht kontrollieren gehe, fällt da alles zusammen. Dann haust er wie der letzte Penner, sage ich immer. Yvonne hat sich bei der Hausverwaltung für Manu stark gemacht und sich zu wöchentlichen Kontrollbesuchen bei ihm verpflichtet. Sonst hätte er die Wohnung nicht bekommen. Ja, dann durch. Ja, Kontrolle, weißt du doch. Aber hier riecht es mal angenehmer. Ja. Und mach die Kontrolle. Bitte, ja. Okay. Hey, Junge. Braucht ihr eine? Wenn Manu es nicht schafft, die Wohnung sauber zu halten, verliert er sie. Doch ohne festen Wohnsitz steigt die Gefahr, wieder rückfällig zu werden. Deshalb guckt Yvonne ganz genau hin. Ah, Geistesblitz. So, ja. Na, das ist meine Werkstatt, meine kleine. Wieso hast du so viele Fahrräder? Brauche ich. Mein Fahrrad ist letztens am Arsch gegangen. Ich hab Schwein, dass ich noch lebe, du. Ja, ich hab dir drei Stück hier oben gehabt. Den einen habe ich jetzt verkauft. Immerhin, die Küche sieht so gut aus wie noch nie. Okay, du hast dich gebessert. Und dann kommt der nächste Spüler rein. Wie oft habe ich gesagt, wo ich Küche aufgetrieben habe, geh dir das und das holen. Also jetzt bitte nicht. Na ja. Da diskutieren wir beide lange nicht drüber. Ja, ich weiß. Für Manu ist Yvonne einer der letzten Strohhalme, an die er sich klammern kann. Deshalb will er sie auf keinen Fall enttäuschen. Yvonne ist wie meine große Schwester. Die hat geschafft, dass ich hier die Wohnung gekriegt habe. Die hat für mich den Kopf hingehalten. Und wegen ihr habe ich das erreicht, was ich jetzt habe. Früher war ich im Obdachlosenunterkunft. Und dann war ich auf der Straße gewesen und wegen ihr habe ich das geschafft, dass ich jetzt eine Wohnung habe. Zwar sieht gerade alles ganz gut aus, aber Yvonne hat trotzdem Angst davor, dass Manu rückfällig wird. Aber du ziehst die Therapie durch? Ja, klar. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, auch das andere, was bis jetzt läuft, wie ja, die Rente. Die Rente dauert noch was. Ich habe bis jetzt nichts von ihm gehört. Ja, Manu. Ob du jetzt wegen Drogen in der Rente gehst oder wegen einer Krankheit, ist ja wohl zweierlei Paar Schuhe, ne? Ja, klar. Und da musst du auch viel einbezahlt haben, damit du auch Rente kriegst? Ja, ob ich jetzt Rente kriege, Ahnegeld oder Sozialgeld, das ist das Gleiche. Du bekommst eigentlich nur Grundsicherung, weil du nicht arbeiten gegangen bist. Ja, ist ja egal, wie das nennen. Hauptsache kriegt man Geld, das ist ein neues Jahr. Ja. Von mir aus können die das Taschengeld nennen, aber kriegt man Geld. Das haben wir ja jetzt nicht so in den Kopf gesetzt, ne? Nee, aber... Nee, ist nur Wasser. Ja, ich muss ja mal gucken. Nur Wasser. Asti. Abgestandenes Wasser. Nee, Zitrone. Das? Zitrone? Ja. Oh Gott. Das riecht aber pervers. Ja. Bei dir das Neues? Gar nichts. Aber es läuft alles. Ja. Im Block hat jeder so seine Probleme. Doch das gemeinsame Schicksal schweißt die Bewohner zusammen. St. Augustin bei Bonn.
In der Ankerstraße 17 beginnt bei Familie Miebach das Wochenende wie eigentlich jeder Morgen. Kaffee, Kippen, Fernsehen, Kinder wecken. Doch Sohn Jeremy befindet sich noch in ganz anderen Sphären. Komm, Haufen! Ich bin nicht alter, ich bin schon alte. Komm, Jeremy, auf. Hallo. Oh, nee. Bei ihrem Wegdienst kennt Yvonne kein Pardon. Der 39-Jährigen ist es wichtig, dass ihre Kinder ihren Verpflichtungen nachkommen. Und auf Sohn Jeremy wartet heute Arbeit. Doch Motivation sieht anders aus. Jeremy, komm jetzt auf. Ich hab da auf deinem Kindergarten habe ich keine Lust, weil dann brauche ich dich auch nicht wie ein Erwachsener versuchen zu behandeln. Du bockst gerade wie so ein Zweijähriges. Und sogar die Schirin ist sogar gerade ein bisschen erwachsener wie du. Wo willst du das denn später im Arbeitsleben machen? Der 15-Jährige möchte später mal Zugführer werden. Ein Job, der Konzentration und Pünktlichkeit erfordert. Beides noch keine Kernkompetenzen des Schülers. Du wusstest gestern Bescheid, dass du heute Zeitung austrägst, also bitteschön. Da sollst du um 12 Uhr auf der Wolfsdorfer Kirmes sein, aber musst noch da die Zeitung austragen. Ich werde auch nicht gefragt, ob ich gut geschlafen habe. Ich gehe trotzdem arbeiten. Hat bei mir früher auch geholfen. Komm auf! Sei froh, meine Mutter hätte früher noch Eis reingetan. Oder mein Vater. Ach, wie so ein kleines Kind, ey! Jeremy, mach mich nicht sauer, ich schwör's dir. Ich bin gerade kurz vor der Explosion. Echt? Wie so ein kleines Kind, ey. Ich möchte gern Babo, drei Haare am Sack und solche Spielereinchen, ey. Mach, dass du dich jetzt abtrocknen tust! Ja, Mann! Nee, Frau! Mama, nennst du mich? Yvonnes kompromisslose Haltung eindeutig zu viel für den Teenager. Während das Kräftemessen mit Sohn Jeremy in die nächste Runde geht, wirkt Lebensgefährte Guy völlig unbeteiligt. Der arbeitslose Elektriker ist die Lautstärke und den Krach gewohnt. Kein Grund zur Aufregung. Noch nicht. Ich soll Hände machen, ich muss auch im Badezimmer. Muss Hände machen, Guy muss auch im Badezimmer. Jetzt komm da raus! Oh doch! Oder? Um sich dem Zugriff seiner Mutter zu entziehen, hat sich Jeremy ins Badezimmer geflüchtet und glaubt sich in Sicherheit. Doch Stiefpapa Guy hat die Faxen langsam dicke. Jeremy, komm mal raus, ich muss auf Klo. Jeremy, komm raus, ich muss auf Klo. Konfliktlösung rustikal. Im Haushalt der Miebachs gelebter Alltag. Während Yvonne Hündin Luna zum Gassigehen fertig macht, kümmert sich Freund Guy um das zertrümmerte Schloss. Im Haus nebenan ist Jeremy inzwischen in die Gänge gekommen. Weil der 15-Jährige heute besonders bockig ist, wird er bei seinem Schülerjob von Mutter Yvonne begleitet. Wir tragen jetzt Zeitung aus, das ist der Wochenendjob von meinem Sohn. Machen wir heute zu zweit, A, wegen der Hitze und zweitens, weil er schlechte Laune hat. Einen schlechten Tag. Und da es ausgetragen muss, ist Mutter dabei. Offenbar hat der Hauptschüler bis tief in die Nacht gefeiert, wobei es zu Reibereien gekommen ist. Deshalb zeigt Yvonne Verständnis für ihren Sohn. Der hatte ein bisschen Meinungsverschiedenheiten mit ein paar Leuten. Das hat ihn ein bisschen zerfressen, wie es halt bei Jugendlichen ist. Und wie es bei Hunden so ist, verteidigen die ihr Territorium. Ich würde dich auch angreifen. Oh, bitte Mistgeburt, Alter. Ich tritt dich gleich weg. So lernt Jeremy heute auf die harte Tour, wie mühsam man sich oft sein Geld verdienen muss.